Der Film erzählt die Romeo-Methode. Nach psychologischen Tricks folgen die technischen Finessen. Liebesszenen arrangiert, beobachtet von einer Spezialkamera. Das sind sogenannte Nadelhörobjektive. Damit hat die Stasi durch die Wand spioniert. Der Trick dabei ist, dass man nur eine winzig kleine, nadelöhrgroße Öffnung braucht, um den ganzen Raum zu überwachen. Liebe und Sex gehört schon immer zur Welt der Spionage. Das heißt, man bringt die Person in Kontakt mit einer freizügigen Dame oder einem freizügigen Herr und macht dann Beweisaufnahmen. Später perfektes Erpressungsmaterial, um an geheime Informationen der Gegenseite zu gelangen.